Kunst, Kultur und kulturelle Bildung können eine wesentliche Rolle bei der Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion spielen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns seit einiger Zeit auch in Flüchtlingsunterkünften hier in Düsseldorf engagieren und dort auch mit Künstlerinnen und Künstlerinnen zusammenarbeiten. Die Arbeit mit Flüchtlingen ist eine Bereicherung, ein Geben und Nehmen, aber es erfordert viel Geduld und viel Engagement. Wir stehen vor einer großen gesellschaftlichen Umwälzung und ich bin sicher, dass wir mit Hilfe der Kunst das schaffen werden. Für mich ist Flüchtlingsarbeit Vertrauensarbeit. Flüchtlingsarbeit erfordert viel Kreativität. Wir Koordinatoren sind ein Bindeglied, sind Netzwerkbauer zwischen Geflüchteten, Unterkünften und Künstlern. Wir gehen zunächst in die Unterkunft, erfragen den Bedarf und suchen dann gezielt den Künstler aus. Das Programm Kunst, Kultur und Spracherwerb läuft seit ca. 7 Monaten. Bisher konnten wir 28 Projekte in den Unterkünften und 5 in Kulturinstituten realisieren. Wir nehmen an dem Projekt Kunst, Kultur und Spracherwerb vom Kulturamt teil. Wir haben ganz großartige Künstler hier. Für unsere Kinder bedeutet das viel Integration, denn sie haben das Gefühl, dass sich auch andere um sie kümmern und an ihren Geschichten interessiert sind. Und sie können es immer kaum erwarten, bis die nächste Stunde beginnt. Ich heiße Lujain, ich komme aus Syrien. Ich mag Musa. Ich bin Mesa. Ich komme aus Afghanistan. Ich träume gerne. Ich heiße Zeynep, ich komme aus Afghanistan und ich mache gerne Kicker spielen und malen. Ich heiße Robin, ich komme aus Syrien und ich mag singen. Kulturelle Bildung spielt dabei eine ganz wichtige Rolle und kann, so ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern auch die Meinung von vielen Fachleuten und auch Bestandteil des nationalen Integrationsplans, eine Schlüsselfunktion bei der Integration spielen. Und das machen wir hier in Düsseldorf sehr praktisch und sehr anschaulich in der Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern, die vor Ort kreativ mit den Flüchtlingen arbeiten. Wie viele Flügel hat der? 2. Nein, 4. 4. Das ist cool. Ich bin auch die Stärkste. Das ist gut. Darf ich? Wo sind sie gegangen? Da. Ich bin Sana, ich komme aus Afghanistan. Ich bin 9 Jahre alt, ich male gern. Ich
Ich habe